Momentan sind wir in so strategischen Planungsprozessen. Dort werden Daten erhoben, manchmal fehlen Daten und deshalb ist das ein brandaktuelles Thema. Und ganz generell die ganze Datengeschichte und Schule, das ist wirklich hochaktuell. Sicher ein Blick über den Tellerrand, dass man andere Meinungen hört als diejenigen, die man auf dem Büroflur täglich hört, dass man andere Leute trifft, mit denen man sich austauschen kann und so vielleicht auch den fachlichen Horizont erweitert. Ich habe jetzt den ersten Workshop hinter mir, den fand ich sehr spannend, dieser Ansatz, dass man das ganzheitlich anschauen soll, also nicht nur die Datenanalyse, sondern dass eigentlich das, wo im Vorhinein gemacht und gemacht werden sollte, einen sehr wichtigen Kontext gibt, damit man dann die Daten auch richtig interpretieren kann. Ja, es sind ganz viele von Freiburg da. Ich empfehle das dauernd, darum nehme ich die immer mit. Also Kolleginnen und Kollegen, ja, denen sage ich, kommt auch. Alors moi, je suis chargée de mettre en place la stratégie d'éducation numérique du canton de Fribourg, qui devient maintenant un projet de reprise cantonale. Et donc, il y a beaucoup de défis à venir qui ne sont pas encore là, mais on doit planter beaucoup de graines pour qu'à l'avenir, ça se passe bien. Et c'est ce que Christiane Cadva nous a un peu appris. C'est en amont qu'il faut déjà poser les bonnes questions, avoir les bons réflexes de culture de données pour après... pouvoir les évaluer et avoir un bon contrôle sur ce qu'on a mis en place. Dass wir zwei sehr unterschiedliche Workshops hatten, ein bisschen referatsmäßig, ein bisschen workshopmäßig eher, immer wieder mit Arbeitssequenzen und am Schluss noch ein Interview, bei dem man auch mitwirken konnte, indem man Fragen einreicht. Das gesamte Paket hat mir eigentlich am besten gefallen. Was immer hier so ein bisschen stattfindet, einerseits Input, punktueller Input, nicht allzu lang, aber immer spannend. Und dann der Austausch ist halt immer spannend, zu hören, was in anderen Kantonen brennt, geht, nicht geht. Da nehme ich immer was mit. Ich bin das vierte Mal hier. Ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich hier am Nachmittag teilnehmen darf.